Hallo euch allen, da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play aus der PlayStation Plus Reihe. Diesen Monat neue Roundabout. Und ich denke, wir sehen schon an diesen ganzen Einstellungen, dass uns hier ganz großes Niveau erwartet. So, wir gehen mal rein. Ich habe eben schon mal kurz die Einstellungen vorbereitet. So, das ist unser Slot. Wir machen ein New Game, 0,0% Complete. Ich bin mal sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ah, the city of Roundabout. The big twist. The city that always spins. If you can drive through here, you can drive through anywhere. Now, you might notice that things are a little peculiar around here. Well, that's because this is Roundabout. Everyone does things different around here. But I'm getting ahead of myself. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also sehr schön fand ich auf jeden Fall schon mal diese Anleihe bei Frank Sinatra. Hi there. Gio Riggio Manus. Meet Giorgio Manus, the world's first revolving limousine driver. Giorgio Manus. Okay. Great. Well, I'll be the instructor for your limousine operator's test, so just keep things straight and quick, and this will be over ASAP. Hmm. If only our pal here could see inside Giorgio's head. See, there's only one way this chauffeur drives. Ich habe keine Ahnung, with a twist. Was? Giorgio never stopped revolving. As a kid, Giorgio learned to move with the spin, instead of fighting. Okay, complete the driving test. Aber wir müssen also irgendwann nach rechts rausfahren, nehme ich an. Ich probiere es mal. Oh! Okay. Alter, das Ding, das dreht sich ja ununterbrochen. People, small obstacles. Nothing could stop Giorgio from twisting and turning. Well, except for... Haha! Wie dumm ist das? Ich bin gerade explodiert. Alter! Das ist irgendein Bonusding, das hätte ich gerne. Ich glaube, ich hab's. Alter, ist das dumm. Wie dumm ist der? Wie der Drive the Target, ja. Alter, ich drehe mich hier ununterbrochen. Kann ich mich da irgendwie langsam rantesten? Komm, das gilt doch, oder? Okay, es geht über Speed. Was ist jetzt? Muss ich hier durch? Oh. I think there's only human. Sollen wir da unten durch? Stop here at the DMV gate. Well, I guess you passed. Barely. Here's your driving report. You'll get one of these after every ride. Enjoy the thrilling world that is the luxury transportation industry, I guess. Yeah, a thrilling world. Da rechne ich auch mal stark mit. Ich denke mal, wir haben hier nichts besonders geschafft. Press your button to the end of the ride to bring up your report card. With a limo license, the world was Giorgio's oyster. Passengers everywhere would experience a true revolution in transportation. But at what cost? Pick up Mickey the Mechanics. Hey kid, the name's Mickey. Mickey the Mechanic. I've never seen anyone drive like you just did at the DMV. Can you show me some more? I need a ride to my shop down the block. Klar, kriegen wir hin. Geradeaus fahren kann jeder. Das war doch sauber. Oh. Au! This spinning thing is even better from the inside. Jetzt wird's aber, glaube ich, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Hey! This the square button to use your upgrade ability.
Ah, ich habe einen Slow-Mono, Slow-Motion-Boni. Shit. Ich glaube, ich habe es aber ein bisschen raus, weil ich glaube, erst mit der Schnauze vor und danach dann rüber. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis bei diesem wunderbaren Spiel. Naja, fast zumindest. Wo? Da rein? Wow, Kid. Have you ever thought of going pro? Look, if you ever want to take on the city, just come back to me. Hell, I'll even help you out with parts. You and me, Kid, we could go all the way. Okay, okay. Der Blick ist so geil. It's a little weird. But Kid, seriously, think about it. I'll be right here at the garage. Okay, right complete. Pick up the kids. Oh. Hi, driver. I'm sorry, my car is stuck at the stupid mechanics and my kid is late for school. Can you give her a ride there? Thanks. Der Blick ist wirklich, guckt ihn so an. Communicating silently was Giorgio's bread and butter. With just a quick look at the stare on that adorable munchkin, Giorgio knew they needed to make a detour. Oh. Autsch, tut mir leid. Alter! Gebt mir dieses Spiel auf den Sack, das kann ich ja keinem Menschen sagen. Kann ich hier auch irgendwie anders rumfahren? Ah, die kann ich schon mal so kaputt machen, die Zäune. Entschuldigung. Alter, ist das ein Brezelkackspiel. Ich werde hier gleich wahnsinnig. Ich habe Tränen in den Augen. Jetzt kann ich auf einmal auch hierher fahren. Das ist mal überzeugende Freude. Giorgio needed to get these pint-sized pals to school. Oh, da wäre mal so. Aua, ich wollte gerade sagen, das war aber sauber. Ja, Speed Up. Speed Up ist genau das, was ich gebrauchen kann. Warum laufen die denn ständig Fußgänger rum? Der ist mir reingelaufen, also bitte. Let's take the bike truck to school. What? Nein, Bums! Tut mir leid, ihre Kinder haben leider die Fahrten im Auto knapp nicht überlebt. Ich hasse Kreisverkehre. Nein! Nein! Uah! Alter, warte, warum laufen denn hier so viele Passanten über die Straße? Ah, wir waren fast da. Bin fast da. Kann ich den wieder mitnehmen, oder? Ja, na klar. Der Blick ist wirklich groß. Die haben auch nur eine Kameraeinstellung von ihr, glaube ich. Oh Gott! Alter Schwede. Hier vorne haben wir noch gleich, da sehe ich mal. Oh ja, Bäume sind nicht gut. Bäume sind nicht gut. War hier vorne nicht noch irgendwas? Vorne leuchtet irgend so ein Stern. Der da, wie komme ich denn da drauf? Pick
gab's einen Coach. I'm heading to the school's baseball field. Ja, natürlich. Der Coach sieht aus wie mein Fahrlehrer von eben. Yeah, so I teach both driving and baseball. You want to make Ach, er gibt es zumindest zu. Those kids aren't going to base those balls themselves. Let's go, Giorgio. Oh Mann, das Spiel ist wirklich, das ist ja Trash pur. Oh shit, da hing ich aber doof dran, würde ich mal sagen. Aber wir sind da durchgekommen, war perfekt. Soll ich da durch den Zaun oder was? Muss ich ja wohl. Entschuldigung, tut mir leid, ich bin Arzt. Ich brenne irgendwie. Da sind wir doch, Baseballfeld. It's worse than I thought. I don't know if what they're doing even counts as baseball. Okay, kids. Das ist Cricket. Hey, listen up. I don't know what you're doing here, but in this town, we play baseball. See this chauffeur here? Even Giorgio can play better baseball than you. Show him. What? Giorgio had never used a limousine as a baseball bat before, but there's a first time for everything. Second! Bring it home! Home run! All right, oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, ist das trashig! Come on, move, move, move! Alter! Giorgio, the school is demanding that I teach soccer now. Apparently Natürlich. This isn't America anymore. You seem like someone who knows what soccer is. Can you show these kids how to bounce a soccer ball or whatever it is that you do in your sport? Play challenge. Klar. Bounce the ball. Ach, ich hätte ihn hochhalten müssen. Ach, schlimm, jetzt habe ich es verstanden. Komm, einen machen wir noch. Bounce the ball again. Was? Einen noch. Ein letzter Versuch. Der Ding hat doch keinen... Hat er einen Schatten? Doch, er hat einen Schatten. Da geh von den Bäumen weg. Ja, danke. Das war schön. Giorgio, the school is demanding that I teach soccer now. Apparently this isn't America anymore. Schon wieder? You seem like someone who knows what soccer is. Ach, ist das jetzt nochmal die Challenge oder auch? Gott. Ja komm, eine Challenge machen wir noch. Ja, das war mal eine ganz kurze Challenge. So, jetzt will ich aber hier weg. Der ist gegen das Schild gelaufen und in tausend Teile zerspratzt. Alter, pick up the date guy. Oh Gott. Date down the road. Natürlich, der gleiche Blick. I mean, we're seeing a movie after, but well, she's just meeting me. Oh gosh. Okay, er ist nervös. Keine Sorge, junger Mann. Du bist hier in den allerbesten Händen. Oh, Sterne. What if she's allergic to flowers? Damn it, Steve, you ruined everything. Ich hab doch sein Date gleich Oh scheiße, das war so gut bis jetzt und dann hing ich da einmal fest. Man wird ja schnell übermütig. Hi.
Let's go, driver. Aww. So, you like movies? Yeah, movies are okay. You like movies? Redet einfach weiter. Der Wagen ist nur gerade explodiert. Wie machen wir das am geschicktesten? So. Komm weg da, ich bin Arzt. Ich habe hier Liebende am Bord. Autsch, autsch. Wie weit muss ich denn hier jetzt noch? Ah, da vorne. Thanks. So, do I pay you now or later? Or do I... Oh! Thanks, Giorgio. Wait. Right, complete. You drive us to the drive-in theater? Damn it, Steve! Alter Schwede. Pick up Elizabeth. Giorgio was beginning to get the hang of this whole limousine for hire thing. Little did Giorgio know that a curveball was about to land in the back seat. Thank you. You're Giorgio? Ah, oh, thank goodness you're here. I'm running a little behind. You see, Julia's wedding is at 11, not 1, so we need to book it. Let's go, Giorgio. Oh. Da müssen wir natürlich noch pünktlich kommen zu der Hochzeit. Oh, einmal den Winkel verpasst und alles vorbei. Ja, ja, ja. Ich mit meiner Grobmotorik. Dich kriege ich auch noch. Sag ich doch. Oh, das ist ein Stern. Ein Stern. Giorgio's turnover cop. Wait, no, that's stupid. How about revolving Giorgio? Was ist das denn hier? Scheiße, der blöde Baum. Der blöde Baum, da passte mein Arsch nicht mehr durch. Ich erkenne gewisse Parallelen zum normalen Leben. Oh, ich höre schon die Glocken. Wir hatten es doch fast geschafft. Oh my gosh, you are just the bee's knees. Thank you so much. Hey, so I'm only in town for a little bit, but I could sure use a groovy driver like you to show me around. And hey, having someone in uniform take me for a spin around town would be a pretty groovy bonus, right? Pick up the priest. Oh, my child. We appear to have something of a problem. Was? War doch Hochzeit. I meant to be joining two people in holy matrimony, but we appear to be missing the groom. We must fetch him, post haste. Alles klar. I knew this would be a bad one. This gentleman seemed disreputable from the start. Such a shame. The bride is such a peach. She could definitely do a lot better. Alter, wo will er denn hin mit mir hier? I think I see him. We'll pass him an old dragon bit. Ich stelle bei diesem Spiel keine Fragen mehr. Was immer hier passiert, wird seine Richtigkeit haben. Well, thank you, my son. This hungover wreck will marry the lovely Julia. And it's all thanks to us. Ja, so ein Hangover kann fatal enden. No, I can't do this. New plan, Giorgio. I drop this wreck off in front of the church, and you drop me off at the bus stop up north.
Sound reasonable? Whatever you want. Don't give me that judgmental stare. Would you marry these two if you were in my shoes? Recht hat er. Klatsch. Well, I had a good run, I reckon. Nein! Oh. Ah, Limo repaired. Okay. Well, what's done is done. Lord forgive me for abandoning my flock. Good luck to you, Giorgio. Would you watch well, I suppose it's time to move again. I hear the mountains are lovely this time of year. Okay, da ist noch was Neues. Pick up Ronaldo. Bonjour, Giorgio. No, no, I will not be riding with you today. I am, how you say, watching from afar. I have heard stories about a new driver with a certain je ne sais quoi. Care to show me your magics? Show your driving skills for Ronaldo. Okay. Where did you come up with such a novel idea? Oh, oh. Nervös. Zu nervös. Angst. Panik. Das war mit Ansagen, würde ich mal sagen. Da wir da gerade durchgedengelt sind. Ah, ich hasse Bäume. Da hängen ja mal komplett fest. Jetzt läuft es aber gerade gar nicht mehr gut. Aha. But how do you change directions? It takes on blue tires. What? Oh, that's so. Very clever. Ah, okay. Oh shit. Wie soll ich da durchkommen? Das war eine heikle Stelle hier. Nee, der blöde Gabelstapler. Ah! Herzlichen Glückwunsch, jetzt habe ich Puls. Ich komme an diesem Ding nicht vorbei. Dieser blöde, rappelige Gabelstapler. Ich drehe mich jetzt mal anders. So rum. Vielleicht kommen wir dann so besser dadurch. Ja, so komme ich da nicht mehr bis zu dem Gabelstapler. Na, hurra. Nee, so mal nicht. Hat der Checkpoint gezählt da oben? Ja, einmal durchgepusht. Der nächste gab. Jetzt. Ich krieg grad Puls. Okay, hier sind wir schon mal. Ah, Repair. Autsch, autsch. Nee. Ich habe es geahnt, dass das nicht gut gehen wird. Nein! Nein! Ja, nein! Ah! Ich werd verrückt hier, ich werd verrückt. So, wir machen das jetzt sehr ruhig, sehr besonnen. Oh,
Ah, wir haben's. That was all the information I needed, my foolish friend. A revolving chauffeur. Of course, it is brilliant. I'll be a celebrity. My gift to you, Giorgio, is that when I take over the world as the best revolving limousine driver, I will crush your precious limousine last. Oh my god. Solo. Sucker. Pick up Elizabeth again. Nee, gern nicht. Wir wollen ja was Neues, ne? Wir wollen ja mal was Neues machen. Geht das hier überhaupt weiter? Warum dreht ihr sich denn da? Die machen mich hier nervös mit ihrer Dreherei. Ja! Drehende Autos sind doof. What? Keep pick up the Swedish tourist? Kann ich noch nicht hier? The chase for... Okay. Change upgrade. Okay. Turtle power! Charles Maximum. Charles Maximilian for Giorgio Manos, please hold. Fahrstuhlmusik. Chaka 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 chaka. Hello there, my chatty chauffeur. I have a task that needs attending to in my suburban getaway. I do it myself, but I'm stuck in the city attending to blasted meetings. Ein indischer Pornodarsteller. You could pop by and take care of a few things. Everyone here in Maximilian Enterprises would be most grateful. Nein! Aber bin ich doof. Oh, Bäume. Bäume liebe ich. Bäume sind so cool. Ah. Ich glaube, ich ändere meine Drehrichtung. Das glaube ich. Oder? Ja. Jetzt. Diese Geldscheine da berühren? Yo! Cash Stash, Gott sei Dank, sogar habe ich die berührt. Ugh, these flowers are all wrong. I want solid gold. Noch mehr Cash. Nein! Ah, war da so gut. Oh, das war ein riesen Felsen, den hab ich gar nicht gesehen, ich auch. Nein! Oh, das ist aber eine doofe Ecke hier. Ich kann mich hier gar nicht drehen. Aber hier muss ich in einem Zug, glaube ich, durch. Naja, blablabla. Ich glaube, da muss ich mich andersrum drehen, oder? Ja. Das andersherum drehen war des Rätsels Lösung hier. Ich werde wahnsinnig, aber wir sind, glaube ich, oben um die Ecke rum, ne? Ja. Das heißt, wir werden jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen besonnener.
Briefkasten umdengeln. Paperboy mit Limousine. Bye. Take care. I mean, run. Oh, oh. Oh, you're already done. Good job. Fantastic, my revolving friend. If you're ever in the city of Roundabout, stop by my fantastic tower and say hello. Oh god, oh god, oh god. Ich versuche mal nach da unten zu kommen. Ach nee. Was haben wir denn hier? Pickup Beth. Hey, I'm so glad you called. So, where are we going on our date? What? Okay, okay. No pressure. How about we just start off simple? How about we go to the mall? It's just down the road. I heard it's the second biggest mall in Roundabout. It even has a food court. Okay, auf ins Einkaufszentrum. Ah! Come on, Giorgio, let's get out of this park. What? Die Musik. Jackie Brown. Wow, lots of space in this hall. This place has got everything. Zu viele rote Autos. Rote Autos sind nicht mein Ding, stelle ich immer wieder fest. Autsch. Let's get some food. Boah. Alter, das wird aber jetzt hier eine ganz üble Stelle. Aber auch die haben wir gemeistert. Ich hab keine Ahnung, was das Mädel da hinten hat. Schade, Mann, das war so gut. Wir sind aber fast durch, oder? Oh, ich kann ja rufen, wie cool. Nein! Das Ding ist total trash, macht im Arsch. Oh, Enten. I love this place. Ducks, trees. Die Musik. I feel like I can really be myself here. Oh Gott. Thanks so much, Giorgio. You're real special. Oh, eine Romanze. Call me soon, okay? Pick up Ranger Stacy. Oh my goodness, you've come at just the right time. Shh. Look, it's an incredibly rare straight lurping hover eagle.
Nobody's seen it in 50 years. Quick, we need to tag it before something bad happens. Follow that eagle! Oh ne, da muss ich andersrum. Da muss ich andersrum dran. My God, look at that majesty. What a noble creature. Oh. Shit, wir müssen hier durch. Oh. Oh no. What are they doing here? It's the Roundabout Endangered Bird Hunting Committee. We've got to stop them. I'm so sorry. It's the only way to protect our environment. Wird alle eliminated? Wie soll ich denn darauf kommen, Freunde? Vorne waren noch welche, oder? Wie viele soll ich hier noch töten davon? Okay, I think that does it. Wow, look at that beautiful bird. Da ist tausende von Menschen geplättet. The Parks Department and Nature thanks you. Alter, das wird immer abgedrehter hier in diesem Spiel. Es wird immer abgedrehter. War ich nicht hier eben schon mal? Ah, der schwedische Tourist. Der schwedische Tourist. Please take me to the soccer Chris? Yes, yes, you've got it. Let us going, Georgie. I'm afraid. I'm really afraid. Kann ich mich mal anders rumdrehen? Nein, nein! Wir haben einen Checkpoint bekommen. Da gehe ich jetzt sowieso drauf. Alter! Hat eine Ecke. Was denn jetzt? Wieso habe ich noch einmal so eine Perspektive? Das ist jetzt gerade schräg. Ich versuche es ja. Oh nein. Ah nee, da muss ich oben ändern. Da komme ich sonst hier durch die Ecke nicht so gut rum, glaube ich. Ja. Ich würde mich gerne mal wieder anders drehen. Nein, nein. Oh, wie schade. Nee, ich muss wieder wechseln. Ja, das war ja sehr pfiffig gewechselt. Mann! Sehr gut. Gut dran vorbeigekommen. Ja, da haben wir es doch schon. Ja, ja, der Sackergriss. Thanks to you, Georgie. Das Spiel macht mir echt Angst. Hier vorne ist doch der nächste.
Jo. Beth, oh nein. I'm glad you could pick me up. Could you give me a ride to the bus depot? Abschied ist not der Abschied. Giorgio, I know. It's hard for me to go home too. But we can have this one last ride together. At least for now. Oh. Oh. Let's go, Giorgio. Alter Schwede, ist das ein Spiel. Wo muss ich hin? Ich habe die Orientierung verloren. Hä? Da kommen wir gar nicht mehr raus. Das war aber arschig gerade. Oh nein, meine Karre brennt. Wenn das Auto brennt. Von 23. Yeah, just here at the depot. Oh. Wir sind da. Oh. You know, you could come with me and move to the city. I mean, I'm sure you'd do swell in the big city and I'd, well, it's kind of selfish, but I'd really just like to have you all to myself all the time. If you ever change your mind, give me a call. I'll be waiting. Oh. At least for a while. Oh. Warum? Hier sind blaue Sterne, die leuchten. Warum? Was tun sie? Sie leuchten blau, aber ich würde gerne wissen, was sie bedeuten. Da mal irgendwie hinzukommen. Okay, dann müssen wir da auch. Ah, zu früh. Ah, jetzt fangen wir hier wieder an, okay. Den blauen Stern. Start the Great Hunt Challenge. Okay, Jäger. Ah, it's splendiferous, my dear turning pal. This area is perfect for Maximilian Development's next project. Do be a friend and find a good place to break ground, would you? Play the challenge. Find hidden areas before time runs out. Okay. Zero found. Ah. Ja, aber langweilig, oder? Das machen wir nicht nochmal. Ich will noch weitere von diesen abgespaceden Fahrgästen haben.
Au! Ah! Oh, da war die Schnauze zu lang. So, ich sehe noch leuchtende Sterne. Dead. Hier vorne leuchtet doch. Das muss doch hier irgendwo sein. Ah, da. Pick up Mike the Mechanic. Ach, den hatten wir doch schon mal. You're a sight for sore eyes. Does this mean what I think it means? Fantastic! Well, kid, I think it's time we moved on to some bigger fish. Let me show you the way into the city. Alles klar, zeig mir den Weg in die Stadt, mein Freund. Oh, wir müssen da oben lang. Auf Passanten kann ich leider überhaupt keine Rücksicht nehmen, Freunde. You're gonna love the city, kid. Fast streets, fat businessman wallets. I'm telling you, it's easy street. Wie ich da vorbeigekommen? Construction. Kid, it's time to break some rules. Ready to take your driving to another level? Press the X button to jump. Okay, das war das jetzt. Sorry, guys. Jetzt habe ich es erst gerafft. So, wir jumpen. Jawollo. Voll der Jump. Wir müssen schon wieder jumpen. Nice work. Now, this last step is all up to you. Just drive through that tunnel to Roundabout City. Once you get through, come meet up with me. We'll take on this town together. Okay. Geht, denke ich mal, jetzt also in den nächsten Levelabschnitt hinein. Das ist trashig ohne Ende, aber es hat Spaß gemacht. Wenn euch was passiert ist, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao!